Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Teamfight Tactics. Selbstverständlich wieder ein Ranked und es ist kein schönes, weil ich bin immer noch Gold 3 mit 0 LP. Ich habe ein kleines bisschen verkackt und ja, Platz 7 und Platz 8 geholt nacheinander. Das war sehr unglücklich, weil das mit Platz 7, das war wirklich unglücklich, weil ich hatte viermal Ranger, ich hatte Phantom, ich hatte Knight, ich hatte Glacial und noch was. Das war wirklich nicht schlecht, aber scheinbar nicht gut genug. Und jetzt probieren wir unser Glück erneut. So, ich muss noch kurz die Liste aufmachen für die Items. Das gibt sicher Gold. Nee. Es gibt Redemption, ne? Ja. Ja, so früh brauche ich jetzt noch nicht unbedingt Redemption. Mit dem Giants Belt würde ich mir lieber einen Red Buff oder... Oh, shoot. Da nehme ich die Gunslinger. Oh, bitte droppt Gold, dann kann ich Mordekaiser noch nehmen. Dann nehme ich lieber Darius zusammen mit Mordekaiser. Ja. Aber jetzt für den Anfang eine Gunslinger-Kombo. Sicher auch nicht schlecht. Weil Varus ist zwar mein Babyboy, aber... Naja, es gibt Items, ist auch gut. Warmox. Ja. Ich will Morde! Gibt's aber nicht. Tja. Lass kurz gucken, ich könnte eine wichtige SMS noch kriegen. Och. Ich nehme jetzt auch noch den Brawler mit. Nehme ich lieber die Knights mit, oder? Ja gut, jetzt kann ich noch ganz länger machen. Je nachdem, was da nachher kommt, kann ich das Level Up machen und dann packe ich Darius, Garen, Graves, Tristana rein. So, jetzt eine Chain West würde ich jetzt eigentlich noch nehmen. Ja, weil dann gibt es Red Buff. Und so ein Graves auf Level 3 oder 2 mit Red Buff und ein bisschen HP geht definitiv ab. Aber es gibt, dieses Mal gibt's Gold. Huch. Nehme ich, lasse ich Gunslinger oder nehme ich die, ich nehme die Knights. Ja, ich nehme Knights. Den Gunslinger, die Gunslinger mache ich dann rein, wenn ich Level 4 bin. Und gleichzeitig auch Level 2 Tristana oder Level 2 Graves reinpacken kann. Tristana habe ich jetzt einfach rausgenommen, weil Lucian macht mehr Grunddamage als Tristana. Bitte Ulte, Wichser. Ja gut, oh, der hat einen Noble Buff. Blade Master hat er auch schon fast. Ja, das verliere ich. Aber vielleicht kriege ich noch die Fiora down. Ja, dann Schadensbegrenzung. Minimale Schadensbegrenzung. Holy shit. Okay, das ist jetzt natürlich interessant. Rek'Sai. Scheiß drauf, ich mach den Level 2 Rek'Sai rein. Einfach weil es ein Level 2 ist. Der Gunslinger Buff bleibt ja sowieso. Da wäre halt, das wäre wichtig, diesen Rek'Sai nochmal zu kriegen. Oh shit. Der geht auch auf Brawler. Der hat schon Level 2 Kassadin. Der ordentlich Aua macht. Ja. Kassadin hat das Spiel entschieden. Wegen dem Mana Burn sozusagen. Ich nehme den Brawler mit. Ich mach's jetzt einfach.
Ich habe ihn zwar schon auf Level 2, aber das ist halt eine Ressource, die man brauchen kann. Sagen wir es so. War nichts zu sehen. Fuck, was mache ich? Pack Garen rein. Der hält ein bisschen mehr aus. Oder mache ich Kassadin? Ich wollte nochmal wechseln. Naja. Ja, der hat auch Noble. Nicht schön. Aber das gewinne ich. Oder? Das war natürlich eine gewastete Ult vom lieben Rek'Sai. Das wird wehtun. Bitte Lucian, ulte nochmal. Ja. Nee, das verliere ich. Einfach wegen der scheiß Darius-Ult verliere ich das. Oder? Ja, das verliere ich. Ja, leck mich doch fett. Das hat so gut ausgesehen. 3 Runden, 3 Niederlagen. Das, ja, mein Early Game ist immer so. Entweder gewinne ich alle 3 oder ich verliere alle 3. Was anderes gibt's bei mir nicht. So, hier ist kein einziger Brawler. Oder? Ne, dann nehme ich die Chain West. Ah, da hätte ich mehr Gold gekriegt. Fucking hell. Wer wäre der dritte Void? Kha'Zix. Da warte ich aber lieber auf Cho'Gath. Wobei, ja, gut, ich hatte Kha'Zix eh noch nicht im Shop. Ja, naja, 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 naja. Gibt's ja nicht. Habe ich halt 4er Ganzlinger. Geht auch. Guck mal, 3 Level 2. Och, er wird die Tristana hocken. Aber er hat keinen Brawler. Lol. Okay. Ja, Tristana hat aber trotzdem noch gut Damage gemacht. Das ist gut. Das ist gut. Oh, die lebt sogar noch. Lol. Oh, gut. Nimm man mit, ich bin nicht mehr auf dem letzten Platz. Bei den Crux wäre ein BF Sword geil, dann kann ich Spear of Shojin machen. Oder ein Bogen für Static Shift. Oder noch eine Chain West für einen zweiten Red Buff. Und jetzt will ich Graves, bitte. Geht doch. Jetzt aber noch die Nope, nee. Oder? Scheiß drauf. Ich lasse es jetzt mal so. Ich kriege jetzt auch nicht so viele Brawler. Da muss ich auch nicht auf Brawler gehen. Ich habe jetzt 4 Ganzlinger, das ist auch mehr als gut. 3 Level 2er. Oh, der hat es. Doch, Assassins braucht man ja nur 3. Ah, verliere ich das? Oh, das wird knapp. Nee, nee, nee. Also, es war doch noch knapp, aber... Ist okay. Es ist okay. Fuck, jetzt hätte ich die Dame... Ich hätte vorhin die Fiora mitnehmen sollen. Wegen Blade Master. Nice. Oh, hallo. Das nimmt man mit. Oh, ja, fehlt nur noch Lucian auf Level 2.
Aber so wie es aussieht, das dauert noch ein bisschen. Economy überhaupt nicht am Start. Ich habe jetzt halt auch viel gehabt, was ich mir kaufen konnte. Eine Fiora wäre jetzt halt noch gut gewesen, ne? Wegen den Blade Masters oder Aatrox. Shen. Shen ist generell scheiße OP. Oder halt ein Brawler mal. Wäre halt auch mal eine willkommene Abwechslung, einen Brawler zu kriegen. Zum Beispiel Wolibear. Boah. Gangplank. Lol, die regenerieren sich gar nicht mehr. Yes. So muss das sein, Leute. Fucking Red Buff. Ich gebe das Graves. Ich habe das bekommen, was ich mir erhofft habe. Frisur ist, glaube ich, überhaupt nicht on fleek. Ah. 90 Damage, 90, 20 Armor, 20 Magic Resist. Lass den mal auf der Bank mit dem Kollegen hier. Und dann verlassen wir es dabei. Oder? Ich nehme noch eine Lissandra mit. Falls ich einen Wolibear kriege für Brawler oder so, hätte ich noch Glacial. Oder Elementalist halt. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, meine geliebten Elementalists. Ho. Das hat gut reingehauen. So eine Hydra jetzt noch auf Tristana oder ein Rageblade. Das wäre halt geil. Oder ein Static Schiff. Auch ein bisschen mehr Attack Speed. Und vor allem Ball auf Level 3. Würde auch schon extrem helfen. Oder halt Lucian. Ich habe gern Lucian als Carry. Weil ich liebe ihn auch im Summoner's Rift zusammen mit Varus. Darum lasse ich die... Alles klar. Ja, Economy gibt's dieses Spiel nicht, so wie es aussieht. Dann, ja, so wie es aussieht, kann ich auch... Ich könnte auch ganz länger Elementalist gehen. Das wäre auch eine gute Combo, aber dann habe ich keine Tanks oder so. Ich irgendwie noch Knight dazu kriegen. Hätte ich 4 Ganzlinger, 3 Elementalist, 2 Knights, ja, dann müsste ich Level 9 sein oder Doppelspatula. Könnte noch schwierig werden, ne? Der hat die Brawler und Void, oder? Nee, Void hat er nicht, aber er hat... Nee, was hat er denn? Er hat Brawler? Das war's. Ist halt so unangenehm, wenn die Tristana jeweils gehookt wird. Keiner ist gestorben. Ja, Gangplank macht irgendwie verdammten Damage. 99 AD, mehr als Tristana und die hat Red Buff noch. Seine Fässer, die machen halt richtig Aua. Da wäre der Brawler. 200 Damage, ne 325 auf Level 2. Das ist nicht wenig, finde ich jetzt. Ich nehme mal Brau mit. Weil er ist Glacial. Je nachdem könnte ich dann noch... Und Guardian halt. Dann könnte ich eventuell noch eine Leona reinpacken. Dann hätte ich den Guardian Bonus und den normalen Noble Buff. I hate Rengar, der ist Platz 1, der Kollege. Guardian Angel auf Vayne. Bei ihm läuft. Boah, komm jetzt. Boah, guck mal die Fässer vom Gangplank. Die Fässer vom Gangplank machen so gut Damage. Das ist krass. 5er Winstreak. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Das hat aber auch in meinem letzten Game, das habe ich vor diesem gemacht, beziehungsweise heute Morgen war das. Da war ich dank meiner Ranger-Kombo lange auf über 80 Leben. Und dann plötzlich habe ich 4 Mal nacheinander verloren und dann war ich raus. Weil es halt im Late... Weil es halt im Late Game war. Oder Spatula. Oder Brawler. Und Glacial. Ich will den Spatula. I want the Spatula. Oder nee, Draven, Blade Master. Hallo? Ach, fick mich doch.
fick mich doch. Ich wollte Draven. Falsche Taste. Ludens Echo. Ja, da kann ich jetzt halt gar nichts brauchen, ne? Probieren wir es mal. Ludens Echo auf Gangplank. Ist doch sicher sexy. Oh, guck mal. Graves ist ja komplett am Durchdrehen. Lucian, tot. Okay. Zwei Red Buffs knallen auf ihn rein. So. Boah. Na gut, die Brawler-Kombo hat sich ja erledigt. Mach ich lieber so. Und lass es. Nee, ich kann ja noch wen aufs Feld packen. Lol, aber wen? Mach mir einfach mal ihn. Nehmen wir mal Ken. Ist Ninja. Oh, Yordle. Stimmt. Eine Poppy könnte ich jetzt vielleicht auch noch einbauen. Da wäre Knight und Yordle. Oh, bitte Ken, Ulte. Ah, schade. Boah, sein Lucian ist böse. Sein Lucian ist gar nicht schön. Ja, ja, das Curse Blade macht gute Arbeit. Da ist der Winstreak weg. Eine Poppy könnte ich jetzt noch gut brauchen. Oder eine Kayle, dann hätte ich Noble und Knight. Aber Kayle kriegst du zu dem Zeitpunkt eh noch nicht. Oh. Da wäre noch ein Blade Master. So. Kann ich dann Ken später rausnehmen. Oder je nachdem, keine Ahnung. Vielleicht trotzdem irgendwelche Elementals einbauen. I don't know. So, jetzt zwei Items, die man gut kombinieren kann. Zum Beispiel Needlessly Large Rod und Curve Bow. Okay, oh, das ging schnell. Eine Negatron. Das ist nicht so geil, ne? Wow! Endlich wieder mal ein Lucian. Level 3 Warwick. Den Blade Master würde ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gerne mitnehmen. So. Ich hatte den zwar schon mal auf Level 2, glaube ich, oder? Oh, Reske Silence, das ist fies. What the fuck? Ja, das Vierer Brawler Combo. Und Void. Ehrenlos. Ehrenlos. Das ist die schlimmste Kombi, die man spielen kann. Endlich bist du Level 2, Junge! Soll ich noch Yordle und Knight? Why not? Why not? Der hat auch Gunslinger und Pirate und hat er Yordle? Nee, aber er hat einen fucking Level 2 Gnar. Oh, oh nein!
Tötet ihn! Macht ihn fertig! Ja. Oh, der hat mich vorhin schon geschlagen, oder? Mit seinem scheiß Lucian Curse Blade. Brauch ein Curse Blade. Bau nur noch einen Bogen. Ja, das Ludens Echo vom Gangplank haut schon ordentlich rein. So, den Kollegen hier. Auf Level 2. Poppy ist jetzt halt unnötig, aber es gibt halt Knight und Yordle Bonus. Das heißt, alle blocken ein bisschen Damage und halten ein klein bisschen mehr aus. Aber ich habe halt erst 3 Items. Das ist schwach. Ach, guck mal, wie eng. 64, 64, 61. Einmal verlieren und wir sind bei denen unten. Also einmal heftig verlieren. Sagen wir es so, aber knappe Niederlagen gibt es zu diesem Zeitpunkt der Stage nicht mehr oft. Er hat auch 4 Gunslinger. Blade Master hat er aber noch nicht. Aber er hat einen fucking Yasuo. Oh! Oh! Seht ihr? Der ist raus! Er ist raus! LOL! Ich bin rausgeschmissen. Sehr gut. Kann ich schon mal nicht demoted werden, ne? Weil ich bin ja auf 0 LP. Yasuo. Dragon's Claw. Wo bin ich überhaupt? Hier. Einen Bogen könnte ich auch noch suchen. Gibt's nicht. Haha! Dann nehme ich ihn hier. Kann ich vielleicht noch den Dreier Blade Master hinkriegen? Irgendwie, I don't know. Soll ich aber 2 Pirates? Ich hätte einfach noch Pike spielen sollen. Ja gut, wenn ich Miss Fortune habe, dann kann ich die nehmen. Wen nehme ich dann raus? Lucian? Nur noch 2 Gangplanks, dann ist der Boy auf Level 3. Könnte ich ein Level Up machen, ich muss den Taschenrechner nehmen. 46 minus 4, geteilt durch 4, 10,5. Ja, nee, ich kann kein Level Up machen. Aber in der nächsten Runde wahrscheinlich. Brauche ich dann in der nächsten Runde 40 Gold. Das kriege ich schon hin. Oh ja, 2 Level 3er, willst du mich verarschen? Hat den Wild Buff, hat den Assassin Buff. Boah, die Level 3er machen ordentliche Arbeit, ne? Oh, bitte Tristana, mach ihn kaputt. Aber er fliegt nicht raus. Boah, der hat eine unangenehme Kombo. Ach, fick mich doch, ey. Ach, fick mich doch. Jetzt brauche ich eigentlich Darius auf Level 2 wegen Draven. Dann hätte ich noch den Imperial-Bonus. Ich warte noch ab. Die Raptors geben sicher ein gutes Item. Was gibt es? Also, es gibt eine Dragon's Claw, stimmt. So, gegen Joao Sousa. LOL. Bei dir läuft. Was hast du? Blade Master sicher. Und Ranger. Poppy. Oh ja. Gib ihm. Gib ihm! Glacial hat er auch. Wo ist er? Da. Okay. Das ist gut. Yes. Let's go. Jetzt muss ich eh kein Level Up machen. Die Raptors schaffe ich sowieso. Boah, Level 3 Kassadin. Oh Gott. Wie kann ich einen Blade Master machen? Mit Spatula und Curved Bow. Irgendwen zu einem Blade Master machen wäre vielleicht noch richtig geil. Und dann entweder Yasuo oder Draven reinpacken. 0,75 Attack Speed. Der hat 1. Der ist halt schon besser, ne? 35, 40. Ja. Mach ich dann Yasuo rein. Komm, Graves. Mach was. Deinem Red Buff. Boah. Was gibt's? Oh.
C4. Ja, ich muss das jetzt bauen. Weil wir neigen uns langsam dem Finale zu und dann... Ja. Ich gebe dir noch ein bisschen... Magic Resist. Du kannst raus von mir aus. So. Ja. Ja. Wir kommen der ganzen Sache näher. Ich brauche noch einen Darius. I hate Rengar. Was hat er jetzt? Cho'Gath auf Level 2 mittlerweile, oder was? Und ein Guardian Angel auf ihm. Alles klar. Oh. Ja. Ist Cho'Gath Level 2? Das verliere ich, oder? Ah, nee. Okay, dann muss ich Graves nicht verkaufen. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Poppy muss ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Ja. So viel dazu. Yasuo. Oh. Oh. Okay. Läuft, auf jeden Fall. Zwei Gangplanks oder drei Tristanas oder... Ich würde sogar dann Garen verkaufen, Darius rein und dann sogar... Ich würde sogar... Yasuo rausnehmen. Und dann Draven reinpacken. Die Seju-Ult wird wehtun. Aber tötet sie wenigstens noch, ja. Oh, Curseblade. Beim Mist. Das ist halt blöd. Aber. 6er Winstreak. Hey! Ey, es läuft. Die Ganzlinger funktionieren. Ich habe eine gute Combo. Alter, ist mich hochnehmen oder so? So, jetzt haben wir noch Imperial. Uns fehlt noch ein einziger Blade Master. Ich warte jetzt, bis ich Yasuo auf Level 2 habe, dann nehme ich Draven wieder raus. Dann scheiße ich auf den Imperial Buff. Das war sowas von. Es sind immer noch so viele drin. Ich hatte mal ein Game, da waren wir beim Infernal Drake immer noch 6 Leute. So ausgeglichen war das. Blade Master, 4er Ranger hat er, glaube ich, ja. Hat er Noble? Nee. Noble hat er nicht. Boah, Lucian, war ich aus dem Scheiß. Sieht gut aus. Ist er raus? Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Spatula. Schade, ist kein Yasuo dabei. Wo war ich schon wieder? Hier oben, glaube ich. Was kann ich mit der Negatron machen? Curseblade. Gibt's einen Bogen irgendwo? Gibt's. Nicht mehr. Jetzt könnte wirklich den Spatula nehmen. BF Sword gibt's auch nicht. Machen wir einen zweiten C4. Wir hätten einen Ionic Spark noch machen können. Boah, ein zweiter C4 ist auch in Ordnung. Boah, Miss Fortune. Fuck. Lucian, dich bringe ich sowieso nicht mehr auf Level 3. Oh. Alright. Alright, alright, alright. Kann ich sie aber nicht brauchen. Dann muss ich jetzt mit der Combo durchziehen, ne? Boah, Lucian wurde gehuckt. Was hat der? Auch wieder Brawler und Void natürlich. Und was hat er noch? Assassin, Wild. Alter. Wie viele Ninjas hat er? Einen. Geht trotz... Ne, er kriegt nicht auf die Fresse. Lol. Doppelspatula und richtig krasse Items. Bei ihm läuft. Beim Alejandro. Gib mir doch jetzt einfach fucking Gangplanks. Ist es denn so schwierig?
Das ist sowieso völlig falsch platziert. Okay, ich bin auf jeden Fall Top 4. Ich habe hier wieder mal Elo gemacht. Yes! Victory! Und ich komme sicher zum Infernal Drake. Vielleicht gibt der mir ja das Blade Master Item. Das wäre so geil, hätte ich noch einen Blade Master. Aber wen will ich rausnehmen? Das ist halt die Frage. Dann müsste ich entweder auf einen Yordle Buff verzichten. Oder auf einen Vierer Ganzlinger. Und das will ich nicht, weil die Kombo ist auf die Ganzlinger. Jetzt muss ich wieder gegen den Alejandro. Diesmal gewinne ich aber, weil ich umgestellt habe ein bisschen. Oh, komm, Draven. Ja. Jetzt habe ich gewonnen. Eine Runde vorher habe ich verloren. Ja. Muss man nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen. Ludens Echo. Ja, fick die Henne. Fick die Henne ganz brutal. So. Ja, dann spare ich noch ein bisschen, weil, ja, 3-4 Runden überlebe ich schon mal. Vielleicht komme ich sogar zum Elder Drake. Ich bezweifle es zwar, weil die anderen sind relativ low. Also meine Chancen für einen Sieg stehen gar nicht schlecht. Boah, Level 3, Wolibear. Ja, okay. Oh, der hat eine richtig krasse Kombo, ne? Guardian, Glacial, Vierer Brawler, Void. Bei ihm läuft aber so mal richtig. Die beiden C4s könnten mir auch noch behilflich sein, weil für 3 Sekunden, ne, für 5 Sekunden einen Gegner rauspicken, direkt am Anfang des Spiels. Kann halt auch sehr, sehr wertvoll sein. So, jetzt muss ich es wieder genauso aufstellen wie vorhin. So, so. So, so. Wem gebe ich das Ludens Echo? Dir? Oh, hello. Bitte. Come on. Miss Fortune. Nein, da war er! Fuck! Da war Gangplank. Hier. Struckers. Gewinne ich gegen den? Och, das Curse Blade. Oh, Mama. Bitte tötet doch den Lucian. Oh, Mann, der hat Void. Ne, Void hat er nicht, aber er hat... Zweimal Brawler, viermal Ganzlinger. Noble weiß man nie, ob die das haben oder nicht. Ich habe jetzt einen Level 3 Gangplank. Hat er schon lang keinen Level 3er mehr. Jetzt müsste ich den schon fast nach vorne machen. Wie viel Damage machst du jetzt? 198 AD. Hat er am meisten von allen, ne? Ja, ja, 198 AD. 450 Damage mit einer Kiste. Holy crap. So, gegen den Alejandro wieder. Also bis zum Draft werde ich es wahrscheinlich noch überleben. Dafür ist meine Combo, hält sie wahrscheinlich noch genug aus. Boah, Alter. Das war ja eine richtige Machtdemonstration. Ja, wegen dem C4 hat er nicht gehuckt. Das ist dann halt wichtig, ne? Ja, so ist, kann ich jetzt eigentlich beide verkaufen. Bitte hau den Struckers raus. Da gibt es einen Unentschieden. Ne, der Strucker, also Platz 2 habe ich auf safe. Wie ist er aufgestellt? Soll ich das so lassen? Ich lasse es mal so. Weil zum Draft komme ich ja sowieso und dann kann ich je nachdem einen Bogen mitnehmen für das Curse Blade. Wehe, im Draft ist ein Yasuo. Ist halt schade, habe ich den Dreier Blade Master nicht.
Ja, der hat halt richtig viel HP, ne? Ja, der gewinnt. Da habe ich gegen seine Comp habe ich wahrscheinlich keine Chance. Habe ich keine Chance. Brawler, Void. So viele Tanks habe ich keine Chance mit meinen Gunslingern. Da wäre der Bogen. Hätte ihn wahrscheinlich auf Level 3 gehabt, ne? Fast. Das wäre sein zweiter Level. Ne, das wäre nicht sein zweiter Level 2er gewesen, aber. Das könnte noch meine Rettung sein. Ein Cursed Blade. Oder? Drei Tristanas. Bezweifle ich zwar, dass das passieren wird. Es wird wahrscheinlich nicht mal eine kommen. Told ya! Nicht mal eine! Aber so viele Dravens, hätte ich schon zwei Level 2 Dravens wahrscheinlich. Hätte umstellen sollen. Zum Beispiel Gangplank gucken lassen. Ja, das. Die Jogat Ult macht zu viel Damage. Aber Platz 2. Ich bin absolut zufrieden mit Platz 2. Ist ein gutes Resultat dafür, dass ich jetzt. Ja, ich hatte eine gute Combo, aber nicht eine OP-Combo. Nicht eine krasse Meta-Comp. Ist völlig in Ordnung. Und damit verabschiede ich mich vom heutigen Video, meine Lieben. Bedanke mich fürs Zuschauen. Noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.